Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmachtstraum mit Darksiders 3. Im letzten Part bin ich ja da unten irgendwo gestorben. Jetzt muss ich mich wieder da durchkämpfen. War kein schwerer Gegner. War einfach nur blöd von mir und blöd vom Spiel. Passt beides. Wer es sehen will, kann im letzten Part hier reingucken. Ich bin gespannt, welche Todsünde. Das merke ich auch gerade. Da unten war ja auch eine große Stelle. Von hinten gleich angegriffen. Das ist echt nervig. Immer so die Abkürzung, ne? Puh. Die sind nicht ohne. Wo bin ich mal lang gegangen? Bin ich? Tatsächlich ein Tunnel durch. Okay. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wo ich zuletzt war. Also wo ich genau gestorben bin. Ich muss erstmal suchen. Ja. Ich habe noch keinerlei Überblick. Oh ja, ich erinnere mich. Hier ist die fette Spinne vorbeigelaufen. Ich hätte mit zwei gerechnet, dass noch zwei ankommen. Damit nicht so recht. Ich kann jetzt nicht gehen. Ja, mal so ein bisschen in mir gespielt hat, so ein Tag. Ein neues Spiel, da ist man schon direkt wieder raus mit der Steuerung. Ich hoffe, da wird jetzt wieder allzu peinlich. Ne, hier war nichts, war nur Sackgasse. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Komm mal. Das sieht ganz nach meinen Seelen aus. Hier bin ich gestorben. Die hatten mich hier in eine Bank eingeklemmt. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Thank you.
Ich sollte noch den Tunnel hinten noch genauer absuchen. Da liegt bestimmt noch einiges rum. Hier zum Beispiel. Das ist ja ganz offensichtlich ein Tunnel. Hier ist noch einer. War ich da eben drin? Sieht relativ ähnlich aus. Na, scheint so, ne? Dass es selber ist. Ist hier unten noch was vielleicht? Das sieht doch mal nach einer brutalen Falle aus. Super. Ich bin daneben geklippt. Boah, Mist viel. Manchmal denke ich wirklich auch, die sind schon tot. Nee, ist nicht so. Ach, der nächste Endboss wird lustig, so gut wie ich heute drauf bin. Na, super. Ich hatte mit denen da schon mal zu tun. Mit einer. You're not the only you miss me. Another plaything. All this fumbling. Nee, nicht sterben. Das gibt's doch nicht. Muss eigentlich nur rechtzeitig ausweichen. Geht doch. Jetzt wüsste ich jetzt noch, woher ich gekommen bin. Moloch-Verbesserung. Und dann Waffen. Cool. Kann man sockeln in die Waffe. Machen wir auch direkt. Hauen wir dort mal in die Lanze rein. Benutze ich momentan mich am meisten. Da war es einfach nur ein Raum, wo man für die Verbesserung hinkommt. Also ein Bonusraum. Scheint fast so, ne? Es gibt nämlich scheinbar keinen anderen Weg. Also hier findet man eine Verbesserung. Dann darf man wieder den Heimweg eintreten.
fragt sich natürlich, wie man hier wieder rauskommt, ne? Warum nicht so? Also es lohnt sich wirklich alles abzusuchen. Man findet an jeder Ecke was. Säcke da oben auch abschlagen. Na, mein Großer. Greetings. This will be fun for both of us. As you wish. Oh, do make sure they scream, horseman. Du misst ihn. Ein großer Raum da vorne. Ich geht da regnen. Gegner von der Decke. Das kann man nachher aufsprengen. Das auch. Kommt die Fähigkeit, das selbst zu machen, oder musst du wieder so ein Vieh finden, das irgendwelche Sachen frisst und dann platzt? Na, no, ist noch so einer. Ich hasse diese Viecher einfach. Schön, wie der Sturm da rumwirbelt. Ja, die Paare ist halt schön. Das ist, ah, das ist ein Vieh. Es sind bestimmt noch mehrere hier, ne? Die Falle lag da. So Mistviecher.
Wir können uns entscheiden, hier hochzugehen. Hier ist ja nichts. Also das große Neon-Schild. Interessant, dass die Beleuchtung noch funktioniert einigermaßen. Oder sieht das nur so aus? Ja, ich gehe erstmal hinten den Zug hoch. Wenn es denn da überhaupt sehr weit geht. Mensch. Menschlein. Oh, a demon. Nee. Is it safe? Ich kann nur noch mal betonen, es lohnt sich, alles abzusuchen. Die nächste Todsünde kann nicht weit sein. Kommt einer alleine oder? Ey, der hat was nach mir geworfen. Der hat eine Kacke nach mir geworfen. Da gehen die Heilsteine aus. Ziemlich gut. Doch nicht so. We're close. This time you watch. You do not speak. Echt? Ich habe keine Heilenergie, nix. Wir sind close. Das ist Mist. Tja, muss mich wohl stellen, ne? Mit dem bisschen, was ich gerade hab. Wird mich so zerreißen, die Troller. Warte mal, was ist das? Ich gehe mal von aus, es ist weiblich, weil es eine Spinnenkönigin sein wird. Fury. Fantastic. Your day of reckoning is at hand, Sloth. You will be judged in combat like all the others. Darling Blade, do I look like I'll be fighting anything or anyone anytime soon? You have no choice. There's always a choice, darling. I choose not to choose. Too much of a bother. I'd laugh at you, but it's too much effort. Don't take offense, you're playing your part well in our wee morality play. But really, why bother? It's the apocalypse. Woo, I'm completely over it. My sole concern is comfort. That sounds familiar. Mouth! And as you can see, I have my many minions with that. It's all they live for. You should try it. I've got you a few slaves if you'll just relax. I shall once you and your kin lie dead. I only hope the rest put up more of a fight than you. Let them stand or fall. It matters not to me.
You understand, don't you, horseman? The futility of it. Why not join me? Take a load off and enjoy the nothingness. I bet you'd take to it quite easily. Would you abandon your mission? No! Is that so? The Great Fury would not allow herself to fall prey to such a creature. Are you truly up to the task? Let's fight. What are you getting out of this, darling? Setz euch an, Kreuzfahner. Macht das relativ gut, oder? Dass er träge ist. Oh, warum kann ich heute ausweichen? Träge ist er wirklich, ne? Aber wenn er mich erwischt und man sieht, bin ich richtig platt. Moment, Andrea. Kommt bestimmt noch was. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber war eigentlich zu erwarten. Ja, super. Weil ich mit der einen Hand im Steuerkreuz gewühlt habe, war das nicht so schlau. Das war nicht so intelligent von mir. Mal schön verreckt, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal da runterlaufen. Das ist echt ärgerlich und total nervig. Ich glaube, so schwer ist er nämlich nicht. Ich versuche einfach mal durchzulaufen. Immer aus dem Weg. Okay, durchlaufen wird schwer. Einmal den Weg entweist. Ja, das ist gut zu Fuß, ne? Na will, haben wir schon. Ah, da ist natürlich der Drohne, ist natürlich nochmal ganz, ne? Das muss man auch platt machen, ja. Come on.
Das gibt's nicht, ich kann dem Schlag nicht ausweichen. Er kriegt mich jedes Mal. Ich habe echt Probleme, den Schlag auszuweichen. Kannst du mich von hier oben aus noch treffen? Ja. Kann er. Nicht ganz am Arsch. So, meine Seelen, was soll man zurück, weil ich werde bestimmt noch mal sterben. Nein! Weil ich jetzt erwischt, dass ich den Ding noch festgehangen habe. Bedeutet? Ich versuche gerade rauszufinden, was die Fragmente bedeuten. Ja. Ich sterbe nämlich gleich wieder. Schon dicker. Ich weiß nicht, warum ich von ihr immer erwischt werde. Ja, super. Ich springe, meines Empfindens nach, springe ich schon im richtigen Augenblick, aber reicht irgendwie nicht. Jetzt habe ich auch die ganzen Chaos-Fragmente verballert. Ich glaube, ich gehe auch zu vorsichtig an die Geschichte ran. Könnte alles so schön sein. So, lauf mal nochmal durch. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Ja.
hat sich jetzt auch zum dritten Mal erwischt. Das gibt's doch nicht, da sterbe ich auf dem Weg doch, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch spiele. Ich sterbe eh nur noch und bin einfach viel zu dämlich. Ich stelle mich gerade wieder richtig Banane an, nur weil ich unbedingt dorthin will und gegen den kämpfen möchte. Der Weg ist mir so weit. Problem ist, ich verballer ja immer mehr einzelne Heil-Items, also verbraucht. Ich weiß gar nicht, was das Raserei-Fragment überhaupt macht. Geht da meine Raserei schneller hoch oder so. Alle aus dem Weg. I have a mission. Weiß ich zumindest, was das macht. Ja, und der hackt sich gerade noch schön in Stücke. Ich hatte gerade falsche Fragment. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt schon mit normalen Gegnern viel zu tun. Jetzt werden die mir eh schon genug auf den Sack, ja. Nein. Warum brauchst du nicht im Kopf? Komm, Dicker, Runde 3. Ich kann mich auch noch beim Seite gehen, ne? Das geht ja relativ fix, das ist doch das Problem. Oh nee, nicht die Kamera wechseln. Wechselt die Perspektive, also der Auto-Aim, auf den anderen Gegner. Das gibt es nicht, ich komme. Mit dran.
Macht ja immer nur dieselbe Combo und bringt nichts, das zu wissen. Ich mache es trotzdem immer falsch. Scheiße. Ja, meckert nur mit mir. Ich habe ja gesagt, der nächste kommende, wie nennt man es, nochmal Todsünde, den werde ich Probleme haben. Den werde ich definitiv Probleme haben. Das war mir klar. Ich lese jetzt schon die Kommentare. Falsche Richtung, ich bin doch so abgelenkt. Ich hab mich da am Ich hab mich da Verballer meine ganzen schönen Fragmente für so einen LOL-Endboss. Ich heile mich jetzt mit. Ich muss einfach besser ausweichen. Ich dachte jetzt so lange, bis das klappt. Und wenn der Part 2 Stunden dauert, kann ja nicht sein, dass ich damit ausweichen kann. Das ist jetzt auch nicht so schwer, meine ich. Wenigstens noch zum Heilen droppen können, oder? Nicht ganz so leer daran hier. Ein paar Heilsachen, die ich habe, brauche ich nämlich eigentlich. Versuch Nummer 10.000. Kampf von Fettsack. Eine angenehmere Position. What are you getting out of this?
Schon wieder voll erwischt, ne? Das gibt es nicht, ne? Immer bam! Voll! Schon wieder! Was are you getting out of me, darling? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich drück, passiert nichts. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Hat euch ja einen Tipp. Ich habe mich auch Lex drin, ich weiß es nicht. Zeitverzögerung in der Tasteneingabe. Na, ich probiere das Ganze mal anders gerade. Ich kann nämlich hier meine Lex, also meine Zeitverzögerung korrigieren. Haben Sie jetzt keine Ausrede mehr? Ich noch kurz. So. Probier's mal so nochmal. Ich jetzt immer noch voll getroffen werde. Jetzt ausschließt sich an mir. Jo, geht an mir. Ich verstehe es nicht, ne? Ich verstehe mein Problem nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich ganz andere Action-Adventure durchgespielt, ne? Das ist mir gerade äußerst unangenehm, nervig. Ich kann nicht nachvollziehen, warum ich von dem erwischt bin. Erwischt mir auch auf die Nerven. Oh mein Dicker. I usually love to have the boat.
Ah, nicht die zwei Hämmer benutzen. Geht doch. Congratulations. You must be so fulfilled. What change do you think killing me will enact on this sad crusade? Are you begging? Muster up a little dignity. Sweetheart. I let slaves wipe my ass with the wings of angels while I enjoy a morning tea. Dignity is a myth, like the balance you fight for. Ah, aren't you exhausted? Yes. But even the most grueling fight is less tiring than taking no action at all. Most exercise he's had in a millennium. Warum war der jetzt so leicht und vorher so schwer? Ich verstehe es nicht. Warum bin ich am Anfang gestorben? Hat nicht viel drin sein. Doch, okay. Warum bin ich am Anfang so oft gestorben und jetzt war er so leicht? Jetzt wäre er echt total, ne? Also richtig witzlos war er. Sogar noch eine Heilung übrig. Nun ja. Schande auf mein Haupt. Ich bin gespannt, wie viele Kommentare ich lesen werde. Oh Mann, bist du so, ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.